Hey Leute, dies ist eine Zusammenstellung von Gadgets, die wir im Internet gefunden, ausprobiert und nun mit euch teilen werden. Wie immer findest du alle Links zu den Produkten in der Beschreibung unten. In den Kommentaren kannst du uns gerne dein Feedback geben und deine Ideen mit uns teilen. Und wenn dir das Video gefallen hat, kannst du uns gerne einen Daumen nach oben geben und auf den Abonnier-Button klicken, um uns zu unterstützen. Falls du schon einmal eine Sanduhr zu Gesicht bekommen hast, müsste dir dieses Gadget relativ vertraut vorkommen. Aber halt, irgendwas läuft hier schief. Es liegt nicht daran, dass dieses Gerät Wasser anstelle von Sand benutzt. Sieh dir die Wassertröpfchen an. Fließen sie aufwärts? Was soll das für ein Trick sein? Aber zuerst wollen wir uns ansehen, woraus dieses Ding besteht. Soweit nichts Außergewöhnliches. Das Design ist ziemlich sauber und futuristisch. Ist da ein Hirsch auf der Spitze? Könnte das ein Hinweis auf die Funktionsweise dieses Geräts sein? Leider nein. Es ist bloß ein Hirsch, sieht aber dennoch toll aus. Jetzt machen wir das Gerät mal an. Das Einschalten ist ganz einfach. Fülle einfach etwas Wasser in das spezielle Fach und schließe den Deckel. Das war's. Jetzt steckst du das Netzkabel ein und schaltest das Gerät ein. Das Display auf dem oberen Teil leuchtet auf und gibt die Uhrzeit an und schon trotzt dieses Rinnsal der Schwerkraft, als käme das Wasser von einem fremden Planeten. Genießen wir den Anblick einen Moment lang. In der Dunkelheit sieht das Gerät noch futuristischer aus. Das Umgebungslicht trägt zur angenehmen und wohltuenden Atmosphäre bei. Das ist wunderbar. Allerdings gibt es noch einige Probleme. Das Gerät wird im Betrieb ziemlich laut, daher ist es nicht die beste Idee, es auf den Nachttisch oder den Bürotisch zu stellen. Andererseits verfügt das Gerät über einen eingebauten Ionisator, der verspricht, die Raumluft zu reinigen, wobei wir uns da nicht so sicher sind. Und hier kommt der coolste Teil. Gib dem Tröpfchen einen kleinen Schubs. Genau, es ist kein Glas dabei. Oder du versuchst, einen zu fangen oder machst irgendeinen anderen Trick, den du magst. Es liegt an dir. Die Moral von der Geschichte: traue deinen Augen nicht und habe Spaß. Was ist denn hier zu sehen? Das sieht aus wie ein übliches Gefäß, das man verkehrt herum aufgestellt hat und ist deshalb nichts Besonderes. Dennoch müssen wir zugeben, dass die schwarze Stachelblume ziemlich toll aussieht. Ein wunderschönes Gehäuse aus silberloxiertem Aluminium und transparentem Glas. Das ist eine ausgezeichnete Mischung aus Farben und Materialien. Aber Moment mal, was ist denn hier los? Hat irgendjemand den Verstand verloren und Venom in das Gefäß getan? Mach dir keine Sorgen, es ist alles unter Kontrolle. Hast du schon mal von Ferrofluid gehört? Die NASA hat diese Flüssigkeit ursprünglich als Prototyp eines Raketentreibstoffs entwickelt, der in der Schwerelosigkeit mithilfe von Magneten in Raketentriebwerke eingespeist werden kann. In Gegenwart eines Magnetfelds wird es stark magnetisiert und formt große Zacken sowie andere organische Formen. Sieh dir das hier an. Du musst nur den Magneten nah an das Glas halten und beobachten, wie ein Teil der Flüssigkeit der Bewegung deiner Hand folgt. Klingt schon mal gut. Sobald du den Magneten weglegst, zerfällt die Stachelblume in schwarze Blasen und fällt zu Boden. Ein weiterer toller Trick ist, den Magneten direkt auf die Spitze der kinetischen Skulptur zu setzen, sodass ein erstaunliches Rinnsal entsteht, das zur Kuppel hinaufsteigt. Denn je größer der Magnet ist, desto aktiver reagiert das Ferroloid. Wir setzen den großen Magneten oben auf die Kuppel und schon bewegt sich das Ganze viel schneller nach oben. Genauso funktioniert es. Wenn du den Magneten entfernst, sinken die Kugeln erneut wie Schneeflöckchen zu Boden. Wie schwarze Schneeflocken. Aber was soll's. Es bleibt immer ein gewisser Teil der Flüssigkeit auf dem Boden und der andere Teil steht dir komplett zur Verfügung. Selbst wenn du den externen Magneten nicht verwendest, wird die Ferroflüssigkeit ständig durch den magnetischen Boden aufgewirbelt. Und es ist wirklich aufregend, diese unheimliche Flüssigkeit in Aktion zu sehen und das direkt auf deinem Schreibtisch. Bist du bereit für ein bisschen Magie? Diese zwei Kupferrohre sowie ein Metallkügelchen reichen völlig aus. Nimm also eines der Rohre in die eine Hand und die Kugel in die andere. Das Röhrchen sieht ebenfalls äußerst solide aus und der Wildlederüberzug wertet den ganzen Look noch einmal auf. So, und jetzt werfen wir die Kugel in das Röhrchen. Was ist denn das? Schauen wir mal genauer hin. Ist die Kugel etwa klebrig geworden? Wie funktioniert das eigentlich? Es ist Physik. Da gibt es ein kleines Geheimnis. Die Kugel ist eigentlich ein superstarker Magnet. Sobald wir ihn in das Kupferrohr werfen, kommt die Lenzsche Regel ins Spiel. Das bedeutet, dass die magnetische Bremskraft mithilfe eines elektrischen Stroms erzeugt wird, der von der Bewegung der weltweit stärksten Magnetkugel im Inneren der Röhre induziert wird. Wahnsinn! Bauen wir jetzt einen Turm aus zwei Röhren und werfen wir die Kugel erneut. Es klappt immer noch. Von oben ist der Blick genauso beeindruckend. Jetzt müssen wir die Kugel mit den Rohren auffangen, damit sie nicht runterfällt. Eins und zwei. Eins und zwei. Was könnte entspannender sein? Wenn du endlich genug vom Spielen hast, stellst du einfach alles auf einen besonderen Tischständer. Voilà, jetzt ist es ein schickes Accessoire für deinen Tisch. Einfach alles ist durchdacht. Bist du der Meinung, dass Maya-Pyramiden irgendwelche übernatürlichen Kräfte besitzen?
Diese handtellergroße Pyramide tut es auf jeden Fall. Die Funktionsweise ist folgendermaßen. Auf beiden Seiten befinden sich Magnete, die einen bestimmten Zweck erfüllen. So bewirkt diese Pyramide, dass dieser kleine Magnet buchstäblich in der Luft schwebt. Er kann auch tanzen und sogar springen. Glaube aber nicht, dass du alles in Handumdrehen aufstellen kannst. Das erfordert etwas Geschick und schnelle Reaktion. Zunächst stellst du die Pyramide auf den Keramiksockel und platzierst zwei starke Magnete auf beiden Seiten. Schon dieser Vorgang verlangt hohe Präzision und wenn du alle Schritte richtig gemacht hast, wird der Magnet oben anfangen zu schweben. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, denn das Magnetfeld ist ohnehin stark genug, um das Objekt im Inneren zu halten. Du kannst ihn durch leichtes Pusten sogar zum Drehen bringen. Außerdem kannst du die Höhe anpassen, indem du die großen Magnete weiter oder näher an die Pyramide heranrückst. Im Lieferumfang sind mehrere dieser Magnete in unterschiedlichen Formen enthalten. Nimm die, die du magst. Was die Pyramide betrifft, so besteht sie aus Wismut und ist sehr schwer. Deshalb ist sie eher ein Accessoire als ein Gerät, das man benutzen kann. So, Leute, jetzt passt mal auf. Wir werden mit ein paar Aluminiumstäben etwas zaubern. Geben wir dem Gerät einen kleinen Schubs. Mehr müssen wir eigentlich nicht tun. Das Tollste an diesem Pendel ist, dass es sich für immer weiter dreht. Technisch gesehen könnte es aufhören, aber erst, nachdem die Akkus verbraucht sind. Dieses Gerät benötigt 4 Batterien, die im Sockel untergebracht sind. Es handelt sich hier zwar nicht um ein echtes Perpetuum Mobile, das ist lediglich die Kraft von Magnetfeldern. Ein starker Neodym-Magnet ist in dem Arm integriert. Darüber hinaus verfügt die Skulptur über spezielle Sensoren und eine elektrische Spule. Anhand der Messwerte dieser Sensoren reguliert die Spule die Geschwindigkeit, damit sich das Pendel in Schwung hält. Doch wen kümmert das schon? Du kannst stundenlang auf diese Skulptur starren, auch wenn es sich nur um einen Wissenschaftlertrick handelt. Egal, welchen Winkel du wählst, der Anblick ist genauso fesselnd. Gut, jetzt ist es an der Zeit, die Sache zu beenden, sonst kommen wir nie zu den weiteren Gadgets. Also halten wir einfach die Stäbe samt fest und das Pendel bleibt fast sofort stehen. Lasst uns weitermachen, damit wir nicht wieder von vorne anfangen müssen. Hier kommt das kleinste Gadget in unserer gesamten Liste. Aber so einfach ist es nicht. Mithilfe dieses kleinen Geräts werden wir die unglaubliche Kraft der akustischen Levitation entdecken. Du hast davon noch nie gehört? Dann rück näher an deinen Bildschirm heran. Hierfür schließen wir das Gerät an und legen einen winzigen Schaumgummi zwischen die beiden Levitatoren. Das ist wohl das Coolste, was du mit dem Schaumgummi anstellen kannst. Probieren wir noch etwas mehr hinzuzufügen. Siehst du, es klappt immer noch. Aber wie funktioniert das? Mit Magneten? Nein, dieses Mal nicht. Nach allem, was wir wissen, erzeugt dieses Gerät eine spezielle Schallwelle, eine sogenannte stehende Welle. Es gibt innerhalb dieser Welle einen bestimmten Punkt, der als Knotenpunkt bezeichnet wird. Der Punkt, wo die Gravitation keine Wirkung hat. Du kannst mit Hilfe von Schall Gegenstände buchstäblich anheben. Eine Einschränkung gibt es allerdings. Weil das Gerät winzig ist, kann es nur mit sehr leichten Gegenständen funktionieren. Aber keine Sorge, es ist auf jeden Fall sehr amüsant. Mit unserem kleinen Spatel können wir mit dem Schaumgummi spielen und ihn zum Vibrieren bringen. Wir haben uns einige Stunden mit diesem Gerät amüsiert und hatten viel Spaß dabei. Du solltest das auch mal ausprobieren. Ihr wisst alle, wie sehr wir schöne Lampen lieben. Und diese hier ist diesbezüglich keine Ausnahme. Dank ihres minimalistischen Designs und ihrer gerundeten Form eignet sich die Lampe perfekt für jedes Interieur. Zudem ist die Lampe aus naturbelassenem Holz gefertigt. Du wirst dich wahrscheinlich wundern, wozu die Kugeln in der Mitte dienen. Das ist eine gute Frage. Du hast es wahrscheinlich schon erraten. Die beiden Kugeln sind Magnete. Und so geht's. Sobald du die untere Kugel hochhebst, zieht sie die andere an. Und so machst du das Licht an. Toll und einfach. Die Kugeln bleiben so in der Luft hängen, bis du die Lampe ausschaltest. Dabei sind die Magnete recht stark. Du musst schon kräftig genug stoßen, um sie voneinander zu lösen. Aber was geschieht, wenn wir die ganze Lampe kippen und schütteln? Selbst die stärksten Magnete kommen an ihre Grenzen. Wir haben die Lampe selbstverständlich im Dunkeln getestet. Und das hat sie mit Bravour bestanden. Das Licht ist sehr angenehm und warm. Das ist die Art von Lampe, die du auf deinem Nachttisch stellen möchtest. Du brauchst dafür sogar keine Steckdose, denn die Lampe wird über USB angeschlossen.